Oh, what the fuck? Oh, hallo. Ja, auch da. Ja, ich muss mir gerade kurz an die Stirn fassen, weil ich so mich so darauf freue. Anna ist schwanger und hat heute Waschtag. Das nächste Dezember Flash Video ist voller ich glaube, das ist voll spannend und aufregend, denn wir dürfen nicht die weiße Wäsche mit der bunten vermischen, wie es scheint. Und dass sie schwanger ist, ist sehr wichtig, denn sie hat zu viel rein. Hier oben kommen Blasen raus und das ist ein Riesenknopf. On, off. Wieso braucht sie meine Hilfe, wenn es für Dumme ist? Weißt du was? Du bist mir wieder das Beispiel für... Egal wie dumm, ficken geht immer. Außerdem, wieso steht das mitten im Raum? Wenn man... Was ist das? Ein Schrank? Eine Tür? Okay, komm, wir spielen einfach mal. Spielen. Hallo. Wirklich, ich muss alles machen? Warum kniest du da? Hast du was zum Unterlegen? Das muss ganz schön wehtun. Wer ist der Vater? Okay. Ah, erstmal werden wir jetzt für sie weiß und Farben. Und uns, weißt du, sie ist zu dumm, um das zu machen, also helfen wir. Aber das Spiel hilft uns, weil wir zu dumm sind, zu wissen, ob es in das Farbige oder Weiße rein soll. Das heißt, okay, wer das Spiel anklickt, ist aber auch dumm. Das ist Sissy Games. Your special place with great girls games. Alles kleingeschrieben. Ja, your special place. Das ist für die Annikas unter uns. Aber was soll ich hiermit machen? Ah, okay. Und hiermit? Ah, da rein. Das ist Doofheit Inception. Na, mach dich nicht über Behinderte lustig. Okay. Wow. Und dann kriegt, wie heutzutage jeder, der es geschafft hat, beim Treppensteigen nicht auf die Fresse zu fliegen, eine Medaille. Machst du irgendetwas? Ich soll es ihr geben? Wer bin ich? Was bin ich? Warum bin ich hier? Reden wir miteinander? Kannst du die Musik leiser machen, wenn wir miteinander reden wollen? Bin ich deine Freundin oder dein Kumpel? Haben wir ein Verhältnis? Bin ich der Vater? Warum reiche ich dir das? Es liegt genau vor dir, du schwangere Bitch. Und außerdem mag ich deine Frisur nicht. Also, wenn ich dein Mann bin, dann bitte mach mal deine Frisur anders. Wusstet ihr überhaupt, dass nach der Schwangerschaft, wenn man stillt, dann wird ein Hormon gebildet, das macht, dass die Frau weniger Lust hat auf Sex. Die Natur ist so arschig. So, ja, hier. Außerdem, warum helfe ich dir überhaupt? Das sind nur deine Klamotten. Und warum? Das trägst du doch eh nicht. Du bist ein Wal. Ist das für das Kind, das Ungeborene? Du kannst die Sachen nicht tragen. Wo ist meine Wäsche? Dann bin ich ja scheinbar... Bist du Alleinerziehende? Das würde Sinn ergeben, warum das im Raum steht. Sie wusste nicht, wohin. Wo sind die Schläuche? Sind wir zwei dumme Frauen in einem dummen Haus, in einem dummen Spiel? Und wer ist denn die Hand? Ist das Gott? Denn ich möchte, dass wir sterben? Okay, hier. Hier. Nicht in den Mund nehmen. Wow, du hast es richtig gemacht. Also, ich weiß nicht, ob man es da rein tut. Aber es gibt sonst keine Öffnung. Das ganze Spiel ist für Leute mit niedrigen IQ. Aka Frauen? Okay, was haben wir hier? Auch das bitte nicht trinken. Auch wenn es wie Kleber aussieht. Wie hast du es eigentlich eingekauft? Habe ich dir da auch geholfen? Gibt es da ein Prequel? Kauft mit Anna ein? Und dann müssen wir aufpassen, dass sie nicht überall gegenfährt oder so? Wie wäre es, wenn du vorher die Tür zumachst? Okay. Warte mal, ich muss hier alles reichen. Der Effekt ist super. Wow, das sieht so richtig aus. Du sitzt jetzt daneben, während die Wäsche gewaschen wird. Really? Entschuldigung, jetzt habe ich meinen Gedanken
Gang verloren, weil ich gerade total... what the fuck? Ich sitze daneben. Was ich sagen wollte ist, ich reiche alles, muss aber dann selbst den Knopf drücken. Bitch, der Knopf ist direkt vor deiner Fresse. Wie? Draußen? Weiß nicht. Guck mal, wie sauber das aussieht. Wer kümmert sich um euch? Habt ihr einen Pfleger oder einen Zivi oder sowas? Kann das sein, dass das so eine Institut ist, wo ein Raum so eingerichtet wird, als ob es aussieht wie zu Hause, aber in Wirklichkeit ist es ein Heim? Okay. Nee, scheinbar nicht. Scheinbar ist auf der einen Seite die Straße mit der Stadt und auf der anderen Seite ein See mit dem Land. Und so weit sollte man seinen Kopf nicht drehen, Anna. Komm, guck mich an. Dreh ihn ganz nach hinten, dann weiß ich wenigstens, woran ich bin. Okay, hier, Anna. Ah, jetzt kannst du dich bewegen. Als ob du Weiß tragen dürftest. Du bist schwanger. Also ich glaube nicht, dass du noch rein bist. Das verstehen Mädchen auch nicht, ne? Diese Ich-bin-schwanger-Sachen gibt es schon immer. Früher in der Werbung, oh, sie ist schwanger. Oder hier jetzt, das wird immer gesagt, guck mal, das ist eine Schwangere, das ist ein Baby im Bauch. Das ist immer in Ordnung, das ist klar. Aber dass die mal drüber nachdenken, okay, um schwanger zu werden, muss die Sex gehabt haben. Deine Prinzessin, Sissy, Anna, whatever, wer auch immer das ist, hatte harten Sex. Ja, ungeschützt. Lass uns das den Mädchen beibringen. Hey, hab ungeschützt Sex, dann kannst du auch so einen geilen Bauch haben. Ah, oh, die Sonne scheint aber auch dann, wenn wir es brauchen, ne? Haben wir Nachmittag? Nein. Das war irgendwie suddenly night. Okay, es hat nicht geregnet, aber die Nacht ist rum. Was haben wir gemacht? Haben wir geredet? Haben wir Wein getrunken? Du hast dich nicht umgezogen. Anna, ich sehe es ganz genau. Du Schlampe. Du hast immer noch die gleichen Sachen an. Schläfst du in den Sachen? Vielleicht ist es einfacher für Schwangere, wer weiß. Wenn jemand schwanger von euch ist, kann er mir das sagen. Es ist nur, ja, komm. Warum brauchst du meine Hilfe? Kannst du keine Sprache oder so? Muss ich schnippen und hinzeigen? Da abnehmen. Oh, als nächstes? Das nächste, Anna? Und jetzt? Anna, das letzte, da hängt nur noch ein fucking Kleid. Wow. Wenn du irgendwann nicht mehr gut, Anführungszeichen, gut aussiehst, dann hast du echt Probleme. Deine Zeit ist wohl vorbei, Anna, ne? Jetzt kriegst du ein Kind. Ich glaube, du bist durch. In 18 Jahren, wenn das Kind dann weggeht und sein eigenes... Das Kind hat jetzt schon verloren. Dann kannst du dich da ertränken im See. Bestimmt ist sie nett. So. Im Hintergrund ist wieder eine Stadt und wir haben plötzlich Strom. Und da, ich sehe was. Oh mein Gott, das ist bestimmt von Frozen. Deshalb habe ich die Musik irgendwie gehört, aber ich habe den Film noch nicht geguckt. Aber wir sehen den Typen aber nicht. Oh, sie hat also doch einen Freund. Der hatte Sex mit ihr. Und sie lächelt die ganze Zeit. Darf ich mal hören? Ich klicke mal auf ihr Bauch. Was wird es wohl? Bestimmt ein Mädchen. Natürlich wird es ein Mädchen. Okay, du hast die ganzen Sachen, die du eingesammelt hast, aufgehangen. Um sie jetzt wieder zu verbrennen. Wirklich? Ich muss jetzt da hinten hinlaufen, die Sachen hinlegen, damit du sie bügeln kannst? Ich hoffe, ich bin nicht der Mann. Ich habe keinen Bock, dein Mann zu sein. Boah, jeder Tag ist Arbeit. Oh, nee, Schatz, ich muss die zusammenlegen? Okay. Nee, Schatz, tut mir leid. Und sie verschwinden dann, wenn man sie zusammengelegt hat. Wie bei Tetris. Ich muss auf Geschäftsreise. Ich glaube, nichts kann ich nicht. Ich kann nicht auf Geschäftsreise gehen, weil ich habe Angst, dass sie alles abfackelt hier. Oder stirbt. Oder ihr Kind verliert. Oder unser Kind. Oh mein Gott, ich habe ein Kind. Nein, ich bin nicht der Mann. So dumm kann ich nicht sein. Ach, dann wiederum habe ich Anna geschwängert. Es ist nicht so einfach. Ja, Hund, ich weiß, es ist ganz schlimm. Ich weiß auch nicht. Aber es sind nicht mal meine Klamotten. Wer bin ich?
Ah, wie schön. Ah, das war's. Das ist das Ende. Oh, guck mal, hier wird gespoilert, wie es weitergeht. Brauchst gar nicht zu lachen. Guck mal hier, im Spoiler wird gezeigt, du hast einen Notfall mit deiner Schwangerschaft. Scheinbar hast du einen Unfall und das Kind wird verletzt. Ah, Anna, ich weiß deine Zukunft und sie sieht nicht rosig aus. Also die Klamotten hättest du eigentlich auch gleich weglassen können. Aber schön, dass du einen Sinn im Leben hast, nämlich 1, 2, 3, 4, 5 Sachen zu waschen, zu trocknen und zusammen und bügeln und zusammenzulegen. Nee, zusammengelegt habe ich es ja. Vielleicht bin ich da imaginäre Freundin oder so. Vielleicht bin ich gar nicht wirklich da. Deshalb habe ich es immer nur gezeigt. Und sie denkt, ich habe es ihr gereicht, weil sie so einsam ist. Oh, das wird jetzt ziemlich traurig. Ja, das war Anna und die wilden Klamotten. Wo die farbigen sind, die macht sie heute. Denn Anna braucht jeden Tag was zu tun. Bestimmt ist ihr Mann irgendwie gestorben und jetzt geht sie langsam in den Wahnsinn der Trauer und wäscht zwar ihre Sachen, aber dann kommen wir in ein paar Wochen wieder und dann ist sie verwahrlost irgendwie da drin. Ihr Kind liegt tot im Bad und sie spricht mit mir. Und wer mit mir spricht, der kann sich eh nicht auf ein Kind konzentrieren, weil ich so interessant bin. Also, wenn ihr mich auch als imaginären Freund haben wollt, dann lasst uns waschen gehen.